Nachhaltig investieren, die Energiewende schaffen. In Brugg steht heute die erste Schweizer Ladestation für E-Postautos. Mit direkter Anbindung an einen modularen Batteriespeicher bzw. an eine Photovoltaikanlage. Die innovative E-Bus-Lösung besteht aus den vier wesentlichen Komponenten: modularer Batteriespeicher, zentrales Energiemanagementsystem, Photovoltaikanlage und E-Bus-Ladestation. An sonnigen Tagen fährt der E-Bus dabei komplett unabhängig von fossiler Energie. Das Elektropostauto spart so jährlich 11.200 Liter Diesel und 36 Tonnen CO2. Wenn der Postauto die IBB angefragt hat für eine Ladestation für den neuen Elektrobus in Brugg, haben wir sofort gemeint, ja, das wäre super, den Elektrobus mit erneuerbarer Energie zu laden und dass die Solarstromproduktion nachher nicht im Netz, aber wirklich im Postauto geht, braucht ein Speicher. Und dank der Unterstützung von der Fachhochschule ist die Lösung mit dem Batteriespeicher gekommen. Das innovative, ganzheitliche Bauprojekt realisierten mehrere Partner gemeinsam mit Pfiffner. Pfiffner ist ein führender Anbieter von technischen Lösungen für die Energietechnik und elektrische Bahnen. Die Tiefbauarbeiten neben dem Busterminal in Brugg lieferten das Fundament zur Platzierung des innovativen, modularen Solarbatteriespeichers. Speicherprojekte sind Vertrauensprojekte, welche auf eine längerfristige Zusammenarbeit aufbauen, um Investitionen zu sichern und den zukünftigen Anforderungen flexibel reagieren zu können. Dafür steht Pfiffner mit seinem Partner Fenecon. Die Zusammenarbeit mit der Firma Pfiffner hat von Anfang an sehr gut harmonisiert. Es ist immer auf unsere Wünsche eingegangen worden. Selbst wo wir in letzter Sekunde aus architektonischen Gründen die Farbe vom Container ändern. Ohne einen Batteriespeicher müsste der E-Postbus den Strom aus dem Netz beziehen oder je nach Sonnenschein länger an der Haltestelle warten. Auch ein Netzausbau wäre eventuell notwendig. Bei entsprechender Besonnung reicht eine relativ kleine Photovoltaikanlage mit 88 Kilowatt Peak zur kompletten Deckung des täglichen Energiebedarfs des Elektrobusses. Ich danke der IBB für das Vertrauen, das sie in uns gesetzt haben, als Systemlieferant von Batteriespeicherlösungen, dass wir das Projekt mit ihnen dürfen realisieren. Der Batteriespeicher stellt dem Schnellladepantograph des Elektrobusses bis zu 300 Kilowatt zur Verfügung. So reicht ein kurzer Halt, um genug Energie für die Weiterfahrt in den Elektrobus zu laden. So sind die E-Busse jeweils schnell wieder fahrbereit. Ein Ausbau der E-Bus-Station ist mit weiteren Batteriemodulen und Wechselrichtern jederzeit möglich, dank der systemoffenen Lösung. Oder anders ausgedrückt, der Batteriespeicher wächst mit den zusätzlichen Anforderungen des E-Betriebes mit. Pfiffner steht für All-in-One-Lösungen. Von der Planung bis zur Installation von systemoffenen Batteriespeichersystemen. Wer also nachhaltig investiert, investiert erfolgreich mit Pfiffner.